Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es für euch wieder mal ein CD-Unboxing, denn einige von euch haben sich das Unboxing zum neuen Album gewünscht und deswegen gibt es heute für euch das Unboxing zum Album Böse Onkels von den Bösen Onkels, das Ganze in der Deluxe Edition zum Unboxing für euch von mir, wie, ich höre nichts, wie gewohnt. Genau, Freunde. Das Album Böse Onkels von den Onkels ist heute am Freitag, den 28. Februar erschienen. Ich habe mir das Ganze auf Amazon bestellt, habe mich für die Deluxe Edition des Albums entschieden, habe dafür 19 Euro bezahlt. Das Ganze gibt es auch noch als Standardversion und auf Vinyl. Die Links dazu packe ich euch natürlich hier unten in die Videobeschreibung. Also klickt einfach mal drauf und gönnt euch das neue Album, wenn ihr es nicht natürlich schon längst getan habt. Gut, so viel jetzt wirklich erstmal dazu. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Unboxing. Soll ja wirklich nicht allzu lang gehen, das Video, denn das ist ja wirklich nur, ja, ein CD-Unboxing. Gut, die Folie ist schon mal ab. Wir haben eine dicke, fette Hülle, also so ein Digipack. Auf dem Cover des Albums lesen wir links oben in der Ecke Böse Onkels, also den Bandnamen sowie den Albumtitel. Darunter sehen wir natürlich die vier Jungs, Kevin Russell, Matthias Röhr, Stefan Weidner und Peter Schorowski. Die vier Jungs stehen übrigens in diesem Jahr seit 40 Jahren auf der Bühne, feiern also sozusagen ihr 40-jähriges Jubiläum mit einem neuen Album. Da freut man sich natürlich als Fans. Ja, wie gesagt, das Ganze in so einem dicken Pappschuber. Hier auf der linken Seite lesen wir jetzt Böse Onkels, B.O. und nochmal Böse Onkels, wie gesagt, Albumtitel und Interpretennamen, aber ich denke mal, das werdet ihr alle wissen. Und auf der Rückseite sind natürlich die Songs aufgelistet. Insgesamt haben wir 13 Songs auf dem Album. Ich habe mir bis jetzt noch gar nichts angehört. Ich werde mir dann das Album auf jeden Fall mal anhören. Ihr könnt mir natürlich an dieser Stelle gerne mal euren Lieblingssong unten in die Kommentare schreiben. So, dann haben wir hier noch links unten einen Barcode und wir sehen jetzt hier noch so eine Hauswand. Also das ist komplett eigentlich so, oder? Na gut, nee, doch nicht. Also Hauswand, Stromkasten und ein paar Stromkabel. Gut, das ist also erstmal jetzt die CD-Hülle sozusagen. Dann schauen wir mal rein und auf der linken Seite haben wir jetzt nochmal ein Foto der Band. Und hier geht es das Ganze ringsrum. Also hier sehen wir jetzt noch ein bisschen Himmel und noch mehr Stromleitung. Okay, klappen wir das Ganze mal auf. Und wir haben hier auf der rechten Seite jetzt nochmal ein Bandfoto. Und in der Mitte haben wir das Wichtigste, nämlich das neue Album Böse Onkels. Und wenn ich mich nicht irren sollte, dann ist es, glaube ich, schon das 17. Album oder so in 40 Jahren. So sieht die CD aus. Ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn das jetzt Quatsch war. Wenn das jetzt vielleicht schon das 29. Album ist, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber ich glaube, ich habe vor uns gelesen, dass es das 17. Album ist. So, dann haben wir hier ein Booklet und hier links steht jetzt noch Böse Onkels, Kevin Russell Gesang, Stefan Weidner Bassgesang, Matt Gonzo-Röhr Gitarre und Peter P. Schorowski Schlagzeug. Okay, gut. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, zum Booklet. Booklet ist nichts Besonderes, aber hier, Freunde, ist das Ganze etwas hochwertiger gemacht. Wir sehen jetzt nochmal das Cover des Albums. Dann lesen wir Böse Onkels und als erstes haben wir nochmal ein Bandfoto. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein aktuelles Bild ist oder ob das vielleicht aus den vergangenen 40 Jahren ist. Dann haben wir als nächstes die Songs Kuchen und Bier, das Ganze mit Songtexten. Sehr schön gemacht, wirklich sehr hochwertig, schönes, stabiles Papier. Dann haben wir jetzt nochmal hier ein Bandfoto. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das aktuelle Bilder sind oder ob so aus den vergangenen Jahren. Ein Hoch auf die Toten. Also wirklich sehr cool gestaltet das Ganze. Saufen ist wie Weinen, das glaube ich. Okay, also wirklich sehr, sehr cool gemacht. Songtexte mit drin. Und noch ein paar Bilder, so wie sich das eigentlich ein wirklich richtiges Booklet gehört. Hier haben wir jetzt mal ein großes Bilderband. Wer schön sein will, muss lachen. Okay, wirklich sehr cool gemacht. Flügel für dich.
Und hier haben wir jetzt nochmal ein großes Bandfoto zum Schluss. Die Erinnerung tanzt in meinem Kopf. Okay, das war jetzt doch der letzte Song und jetzt haben wir noch die Credits. Ja, gut, liebe Freunde, wir sind soweit durch. Wie gesagt, das ist ja wirklich nur ein CD-Unboxing. Das geht natürlich nicht so lange wie ein Fanbox-Unboxing. Aber wir sind natürlich trotzdem soweit durch. Also, so sieht die Deluxe-Edition des Albums Böse Onkels von den Bösen Onkels aus. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, schreibt mir gern was unten in die Kommentare, wie gesagt, euren Lieblingssong oder generell einfach mal so eure Meinung, was ihr zur Musik sagt oder generell. Und ansonsten, liebe Freunde, bedanke ich mich natürlich für euer Zusehen. Schöne Grüße gehen an dieser Stelle raus an die Bösen Onkels. Viel Erfolg mit eurem neuen Album und natürlich, ja, alles Gute zum 40-jährigen Bühnenjubiläum. Und ansonsten, liebe Freunde, war es das soweit. Ich hoffe, wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.